Yo, meine Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fiesta Online. Und wir machen heute wieder die Notizen weiter, denn diese Folge hat ungefähr 54 Minuten gedauert. Wir haben heute 8% gemacht, sprich jetzt haben wir 45%. Und ich muss sagen, irgendwie komme ich damit doch nicht klar, dass man 5 Minuten 1% macht, weil es irgendwie doch jetzt schwieriger geht. Ganz, ganz komisch das Ganze. Also wie gesagt, das habe ich mich ja glaube ich in der letzten Folge auch gefragt, dass ich auf einmal länger brauche. Und in dieser Folge wäre es halt genauso, obwohl wir auch eine Gruppe hatten und es ja eigentlich dann besser vorwärts gehen soll, aber irgendwie doch nicht. Ja, aber das eigentliche Thema, worauf ich kommen wollte, ist, ich habe nämlich, bevor ich die Aufnahme angefangen habe, nochmal bei den, sag mal schnell, J13 nachgeschaut, ob da eine Gruppe frei ist oder nicht frei ist. Und ja, da war eine Gruppe mit 3 Gladys, ein Priester und die 3 Gladys waren alle Cap, sprich 135 und haben auf die Lord 13 eingekloppt. Dann frage ich natürlich, ne, ja, kann nicht in die Gruppe. Und was passiert? Ich kriege keine Einladung. Noch nicht mal eine Antwort. Nix. Solche Menschen, die verstehe ich halt überhaupt nicht. Weil Fiesta ist ja mehr oder weniger ein Gruppenspiel und nicht ein Spiel für sich alleine. Und solche Menschen, die nur für sich selber handeln, die kann ich absolut nicht nachvollziehen. Denn klar, wenn die Gruppe voll ist zum Beispiel, ne, dann kann ich da verstehen, dass man vielleicht nochmal als Rückmeldung schreibt, ja, Gruppe ist voll, tut mir leid, ne, geht nicht anders. Aber selbst wenn bei 3 oder 435er Gladys, hallo, geht's noch? Das kann ich halt absolut nicht nachvollziehen, dass man sowas überhaupt bringt. Und ja, weiß ich auch nicht, ne, da haben wir glaube ich auch schon in der Gruppe, also mit dem einen Typen, mit dem ich halt gelevelt habe, gesprochen. Oder halt die WDH gemacht habe, gesprochen. Und er meinte auch wohl, es wahrscheinlich irgendwelche Leute, die, oh, wie heißt das Wort? Also halt so eine Gilde, die nur für sich selber wohl ist, ne? Gibt's ja solche Leute, die nur für sich selber spielen, denken, ja, ich bin der Allerbeste, ne, die anderen, die können mich alle am Arsch lecken. Naja, aber solche Spieler, finde ich, sollen gebannt werden von Fiesta, ganz ehrlich, weil Fiesta ist ja an sich ein Gruppenspiel, dass man mit mehreren Leuten zusammen spielt. Klar gibt's WDHs, wie zum Beispiel die, welche fällt mir denn jetzt ein? 64er WDH, Pilz WDH und so weiter, die man vielleicht nicht alleine machen kann. Wenn man Droppies braucht und so weiter. Aber wenn es solche Kills-Quests sind, dann kann man doch die Leute einladen. Ich weiß, dass die Lord-3-Szene vielleicht ein bisschen länger dauern. Das ist ja, bis man die Fälle gekloppt und so weiter. Aber ist ja nicht so, dass ich auch nicht mitkloppen kann, ne? Das ist, weil die zwei anderen, die standen da mit Flamme doof rum. Der eine hat die hin und her gekloppt. Ja, wow, genauso könnte ich auch meine AOEs drauf werfen. Wow, was ein Wunder. Naja, also, wie gesagt, kann ich halt überhaupt nicht nachvollziehen, so ein Verhalten. Und was ich halt gut fände, zum Beispiel, dass man solchen Verhalten überhaupt reporten kann. Ist jetzt natürlich meine Meinung. Ihr könnt ja gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagen würdet. Weil, wie gesagt, weil sowas geht mir halt natürlich voll auf die Nerven. Wenn du versuchst, natürlich auch weiterzukommen, zu leveln und nö. Das wird ja eigentlich mehr oder weniger verboten. Deswegen bin ich eigentlich umso froh, dass es noch eine zweite Video gibt. Aber trotzdem ganz, ganz ärgerlich das Ganze. Ja, und damit würde ich sagen, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann leider Daumen nach unten. Aber der kommt in den Kommentaren, wieso, weshalb, warum. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Folge, Leute. Haut rein.